Du begrüßt hallo zur dritten Folge von Minecraft Waffel SMP. Und heute sind wir hier wieder dabei. Und ich wollte euch heute mal meine schöne Farm zeigen, die noch nicht fertig ist. Aber die werden wir heute weiterbauen. Und heute wird die Folge nicht so lang gehen. Also besser gesagt, das ist ja schon die zweite Folge des Tages. Daher wird jetzt nicht mehr so lang gehen. Aber trotzdem wollte ich euch einfach mal zeigen, wie das Ganze dann im Endeffekt funktioniert. Das ganze Grundkonzept besteht aus Cobblestone. Habe ich das jetzt mal gemacht, weil das war das so eigentlich am einfachsten ranzubekommen. So habe ich das dann so aus Cobblestone gebaut. Und jetzt müssen wir hier halt mega viele Repeater placen, damit das Ganze dann auch schön funktioniert. Das dauert zwar noch ewig, aber so, es sollte bald. Es wird irgendwann wird das Ganze fertig sein. Auf jeden Fall, hier wächst das Kelp. Dann wird es durch die Kolben hier rüber geschoben. Das wird dann hier in die Auffangrinne geschwommen, wird dann da nach runter befördert und da kommt dann noch ein Lagersystem hin. Und damit das Ganze eben zeitlich auch funktioniert, haben wir hier eine Glocke. Sehr viele Repeater, die noch mehr werden. Und hier das ganze System ist schon gebaut. Und es wird sicher gar nicht mal so einfach, aber das bekommen wir alles schon hin. Glaube ich. Und ist hier gerade der Repeater runtergefallen. Toll, ist der Repeater runtergefallen. Und ich habe heute eben, jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit. So, ich muss eben noch hochladen und dann gehe ich dann auch offline und morgen, Leute, kommt vielleicht eine Folge oder auch nicht. Muss mal schauen, wie ich das Ganze morgen zeitlich hinbekomme. Ich hoffe mal schon, dass ich es hinbekomme, aber weiß noch nicht, ob das Ganze wirklich auch funktioniert. Ich brauche den hier noch und dann. Achso, warte mal. Der wird dann nach hinten wieder angeschoben. Ich muss mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Jetzt muss ich das noch ein bisschen vom Design her umbauen. Ist aber alles noch gar nicht so schlimm, weil ich sowieso das Ganze. Warum ist hier eine Druckplatte? Die kann man weg. Ja, das funktioniert so nicht, ne? Muss ich das so bauen? Ne, das geht trotzdem. Ja, okay, dann muss ich mir dann. Bauen wir das hier, das System hier noch schnell um. Damit das Ganze mal richtig funktioniert. So, auf jeden Fall. Weil wir. Jetzt stelle ich nochmal die Druckplatte auf. War doch mal ein Bock drauf. Und. Jetzt bin ich hier aus Timelapse zurück und so viel habe ich noch gar nicht gemacht. Wo sind denn jetzt meine Redstone Torches? Wo habe ich denn die jetzt hinbekommen? Was? Ja, wo sind meine Redstone Torches jetzt hin? Die habe ich sicher nicht verbraucht. Habe ich die gedroppt? Wie dumm. Sind hier nicht mehr drin und oh nein, ja, da muss ich mir halt neue machen. Ist ja nicht so schlimm, ich kann ja die Hälfte noch mal machen, ne? Ich kann jetzt noch mal schauen und prüfen, ob ich hier wirklich weggeschmissen habe, weil ja, ich hätte wirklich weggeschmissen. Ach, naja, ich brauche sowieso noch mehr Redstone von da weiter. Soll ich 10. Und wie schon gesagt, es wird eben noch eine Zeit lang dauern, bis das ganze System da wirklich funktioniert, aber ich werde euch jetzt tägliche Updates wahrscheinlich liefern. Muss man schauen, vielleicht jeden ersten, vielleicht jede paar Tage kommt hier ein Update zu dem Ganzen. Ach, Sophie ist nämlich auch dabei.
Nee, die kann dir sagen gehen. Sorry, dass ich das jetzt in der Aufnahme schreiben musste. Diamanten, genau. Einfach ein paar schöne Diamanten ranholen. Perfekt, dann habe ich jetzt hier mein ganzes Zeug verbaut. Ach, ich habe den Hopper schon. Ach los, dann können wir den Hopper direkt da hinten platzieren. Weil dann kann. Hier wird das ganze System dann eben angeschlossen. Okay, dann brauche ich doch noch einen Block drüber. Oder kann ich das wieder abbauen? Kommt das so? Und dann baue ich den Block wieder ab. Also es ist, wie schon gesagt, alles noch ziemlich provisorisch, aber das wird schon noch klappen. Auf jeden Fall. Dann habe ich euch heute mal eine Farm gezeigt, die ich eben, also das ist eine XP-Farm und für meine Picke, die wir eben in der letzten Folge gemacht haben. Und ich hoffe, dass in der nächsten Folge dann wieder Frau Duty dabei ist und wir ein Haus weiterbauen. Auf jeden Fall sollte halt nur eine Bonusfolge sein, weil ich halt eben Daily machen wollte, als Entschädigung sozusagen. Dann haben wir das. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielleicht sollte ich das euch noch sagen. Ich habe noch ein Glas, das kann ich noch placen und eben die Eisberge, die kommen eben noch weg. Die Eisberge will ich abbauen, damit ich mir einen Highway bauen kann und alles mögliche. Also ich habe große Pläne und die werden wir, glaube ich, alle zusammen umsetzen mit dem Nether Highway und allem. Also auch die Farmen, weil mit Broodmoot teile ich mir die Farm. Heißt, ich bekomme die Hälfte von der XP aber auch. Das muss ich noch ein bisschen, also besser gesagt, die können wir einfach weiter benutzen. Weil die werde ich dann noch so mit einem Dispenser und alles bauen, dass die dann wirklich dann eben in meine Glaskuppel nach oben geht. Das wird dann wirklich noch gebaut. Da freue ich mich auch schon, wenn einfach dann oben meine XP-Farm ist, obwohl unten die Farm ist. Das ist auch mega, mega nice. Aber das sind alles noch Zukunftsträume. Die müssen halt erst richtig gebaut werden. Und ja, ich glaube, wir bekommen das alles gut hin. Weil ich meine, also ich finde das Konstrukt jetzt gar nicht mal so hässlich, aber ja, wie das Ganze sich dann eben hier noch entwickelt. Auch mit der Stadt, wir wollen auch ein Shopping District bauen, also halt einen Platz, wo halt die Leute einkaufen gehen können. Und vor allen Dingen, es hat einer falsch verstanden. Das Projekt hier ist komplett friedlich, man darf sich nicht beklauen, man darf sich nicht töten. Und alles weitere daher, dass ich das mal gesagt habe, weil das hat einer falsch verstanden, kann man ja mal verstehen unter SMP, ja klar. Aber es ist Zweifel Minecraft-Projekt. Damit das mal geklärt ist. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit der Folge. Minecraft-Waffel SMP. Und ja, wir haben auf jeden Fall viel gebaut. Morgen gibt es ein weiteres Update. Und ciao.